Kita und Schulschließungen. Bisher waren das Einzelfallentscheidungen und das wird auch erstmal so bleiben. Beim Treffen der Kultusminister heute wurden ja keine bundesweit flächendeckenden Schulschließungen beschlossen. Aber es wurde auch gesagt, dass es sie vielleicht bald geben könnte. Was bedeutet das jetzt für alle berufstätigen Eltern? Bei mir ist Felix Zimmermann aus unserer Abteilung Recht und Justiz. Felix, wenn jetzt die Schulen und Kitas tatsächlich dicht machen und Eltern nicht wissen, wie sie ihre Kinder betreuen sollen, dürfen sie dann einfach zu Hause bleiben? Unter Umständen ja, Vater oder Mutter, aber eben unter Umständen. Und die erste Voraussetzung ist, dass es keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit gibt. Na, und da denkt man natürlich zuerst mal an die Großeltern. Und das ist ja gerade die Risikogruppe, wo die Behörden sagen, lieber kein Kontakt zu Kindern. Deswegen wird man sagen, das ist unzumutbar und Eltern können in der Regel zu Hause bleiben, Vater oder Mutter. Allerdings nur, und das ist die zweite Einschränkung, für wenige Tage. Die Rechtsprechung nimmt meist 5 Tage an. Und was passiert jetzt, wenn die Schulen zum Beispiel länger schließen? Ja, dann steht der Arbeitnehmer blöd da. Denn es ist so, wenn der Arbeitnehmer selbst in Quarantäne ist oder das Kind selbst krank ist, dann gibt es gesetzlich umfassende Entschädigungsregelungen. Aber für den Fall, dass die Schule schließt, eben nicht. Und da muss der Arbeitnehmer Urlaub nehmen, solange er noch welchen hat. Und wenn er keinen mehr hat, dann drohen auf jeden Fall Gehaltseinbußen. Was ist denn mit Selbstständigen? Ja, die haben es noch schwieriger. Es sei denn, sie sind freie Mitarbeiter in einem Dienstverhältnis. Aber wer ganz normal selbstständig ist, einen Betrieb hat, für den gelten diese Regeln nicht. Dort gibt es zwar auch Entschädigungszahlen, wenn man ein Unternehmen hat. Da wird man entschädigt, wenn man unter Quarantäne selbst steht. Aber für Kinder gibt es keine Regelung. Wer die betreuen muss als Selbstständiger, der geht leer aus. Vielen Dank, Felix, für diese Einschätzungen. Gerne.